Moin Moin und sehr ganz herzlich willkommen zu diesem Video vom Monster Camp bzw. Arena Trainer diesmal. Gab es ja schon länger oder schon seit einer Woche, ein, zwei Wochen kein Video mehr. Und ich dachte mir, ich bringe jetzt einfach mal sozusagen Statusbericht, wie es bei mir ausschaut. Momentan 208.000 Power. Ich bin jetzt seit neuestem dabei, hier die Affinity ein bisschen aufzubessern, also die Affinity meiner Pokémon. Hier seht ihr auch schon, wenn man von dieser Pokémon-Reihe hier alle Pokémon hat, dann bekommt man einen kleinen Buff. Und rechts sieht man, was man dafür oder wie man das nächste Level freischalten kann. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Und auch hier ein paar Pokémon fangen. Doch hier seht ihr auch schon, zum Beispiel jetzt hier bei denen. Die müssen 3 Sterne erreichen. Das ist richtig asozial. Und, denn ich bin ja auch noch dabei. Mega Lunana kennt ihr jetzt auch schon. Ich bin jetzt gerade noch dabei, mein Mega Dialga vorzubereiten. Hier unten Plus Level ist plus 9. Hier brauche ich plus 10. Also das habe ich jetzt auch gleich. Wenn wir hier mal schauen, nur noch diese zwei fehlen. Und von dem hier habe ich schon 20, ja. Das wird bald der Fall sein. Awaken ist ein bisschen asozial, denn man kann ja das Pokémon bekommen, dann kann man das in Shards umwandeln. Man bekommt bei den Orangefarben, also bei den Legendären, 160 Shards, was bedeutet, uns fehlen hier noch 8 Slots, was bedeutet, wir müssen wahrscheinlich so 5, 6, vielleicht sogar 7 Dialgas noch finden, die sind Shards umwandeln, damit wir hier auf 6 Sterne kommen. Und ey, das ist richtig asozial. Gestern den ganzen Tag gemacht, beziehungsweise alles, was ich verbrauchen konnte. Deswegen sind wir noch in Dias auch ein bisschen geschrumpft. Und ich habe mir natürlich auch für alle Dias oder so oft wie ich konnte neue Energie geholt. Und verrecken, kein einziges Dialga bekommen. Und heute hatte ich zumindest Glück, heute habe ich 3 bekommen. Also insgesamt 320 Shards. Und ne, müssen sogar mehr sein, 400 irgendwas. Na egal. Und deswegen bin ich jetzt auch heute von 4 auf 5 gekommen. Aber ja, es ist halt asozial, es dauert lange, ja doch. Für die Mega-Entwicklung haben wir hier schon alles ready, so sonstiges, also alle Megasteine und, was noch wichtiger ist, für unser Mount. Deswegen machen wir das Ganze ja, für unser Mount haben wir hier auch schon alles ready. Es fehlt nur noch eben, ja, Mega-Dialga. Als nächstes werde ich dann wahrscheinlich auch auf Mega-Kyogre gehen, damit wir hier noch Special Damage bekommen. Und damit wir diese zwei hier alle schon mal fertig haben und vor allem, sobald wir Kyogre haben, können wir auch das hier freischalten. Dann bekommen wir hier nochmal Special Armor. Ist natürlich dann auch ganz nice. Aber ja, jetzt momentan reiten wir noch auf einem Dialga. Sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis wir Mega-Dialga haben. Also auf jeden Fall schon mal sexy. Doch was ich mich jetzt zunehmend frage, by the way, hier wie angekündigt, die letzten drei, diese drei hier werde ich mir aufheben. Ihr seht das schon, Stufe 50 bin ich schon. Damit wir hier einfach dann auf einmal hier 20.000 rausbekommen, weil wir P-Growth-Font auch nochmal 20.000 haben. Wir 40.000 Dias, mal schauen, was wir damit anstellen können. Oder ob es sich vielleicht lohnt es sich ja gar nicht, 10 Aspins dafür zu machen, sondern eher einfach für die ganzen Modi auszugeben, wer weiß. Das andere hier, was ich noch übrig habe, werde ich wahrscheinlich jetzt die Tage mir holen. Einfach, damit ich jeden Tag das Maximale rausholen kann, also hier oben. Einfach das Maximale von denen hier rausholen kann, um relativ zügig Dialga zu bekommen. Ich weiß noch nicht, vielleicht wird auch nicht Kyogre mein nächstes Pokémon, sondern Hooper. Da müsste ich jetzt ja auch demnächst hinkommen, sage Leo Bambigrad, also hier. Und als nächstes kommt Hooper an den Start. Aber ja, das weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich auch erstmal die Mounts schauen, dass ich alle bekomme. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Hooper wird auf jeden Fall noch im Start sein. Bei Quasar werde ich mir noch holen. Zygarde sehr wahrscheinlich auch. Also ein bisschen was habe ich noch im Petto. By the way, meine Gilde läuft auch soweit. Wir haben jetzt hier... Passt ganz geil. Wir haben hier nämlich ein neues Mitglied. Leider, ihr seht es hier schon. Hier steht meine 100. Bei mir stehen noch 100. Die anderen sind leider, obwohl sie online sind, spenden sie ja nicht viel. Und ja, ich sag mal so, es ist egal, ob ihr hier jetzt das erste macht, das mittlere oder das dritte. Diese Spenden hängen davon ab, wie viele Dungeons wir auch machen können. Denn davon kriegt man Activity Points. Und durch diese Activity Points können wir hier die Dungeons aufmachen. Und durch die Dungeons bekommt ihr hier diese, sag ich jetzt mal, Gildenwährung. Und durch die Gildenwährung könnt ihr dann natürlich im Store euch hier diese Items für euer Mount holen. Oder natürlich Pokémon geht auch. Also deswegen, wenn ihr in der Gilde seid, bitte seid aktiv, holt, macht hier schön mit, damit wir viele Bosse aufmachen können, damit wir hier ganz gut vorankommen. Ja. Es gibt etwas, was ich mich frage, und zwar, momentan sieht diese App hier auf den ersten Blick ganz gut aus, ja? Da kann man nicht meckern. Aber hier beim Contest gibt es relativ wenig. Alles ist ungefähr dasselbe. Klar, hier Tower Defense ist mal ein bisschen was anderes. Rumble ist relativ ähnlich wie 1v1 Battle. Virtual Battle ist ähnlich. Dojo war ich noch nicht drin. Das startet heute um 20 Uhr. Da will ich mal reinschauen. Aber ja, ich frage mich, war es das schon? Kommt hier noch mehr? Gibt es hier noch mehr Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen?
Da bin ich echt gespannt drauf, wie sich das Ganze entwickelt. Aber momentan sieht das halt sehr, sehr einseitig aus. Klar, es gibt coole Pokémon, auch coole Mega-Entwicklungen und wir sind auch gut am Start noch überall. Das ist schade. Na schade. Wir werden jetzt hier auch einfach mal einen Kampf machen. Ihr seht auch schon, sind wir 92%, Rang 13. Wir könnten theoretisch auf einem höheren Rang sein, doch ich sag mal so, hier ist es egal, ob wir jetzt einen von denen besiegen, die auf einem höheren Rang von uns sind. Wir bleiben auf unserem Rang 13, denn hier zieht die Power, also die Gesamtpower. Wir müssen insgesamt 202 Power, 202.000 Power, oder 203, 204, 205, 208 sogar. Oho. Aber ja, und deswegen werden wir hier nicht weiter aufsteigen, doch wir werden jetzt einfach mal den Stärksten von denen herausfordern. Das müsste er hier sein, er hat sogar Zigarre, richtig cool. Darauf bin ich gespannt. Aber dann schauen wir doch einfach mal, was er hier bringt. Autofight, wir lassen hier. Ich habe mir auch schon überlegt, Regigas einfach fighten zu lassen. Zu mega entwickeln, denn Regigas ist hier ein guter Tank. Und setzen wir. Und ja, hier in solchen Kämpfen ist es natürlich praktisch. Er hält viel aus. Und somit greifen die Autofight-Gegner erstmal die Supporter-Pokémon an. Aber hier eigentlich gar kein Problem. Ihr seht auch schon, seit Jahren macht auch schon ganz gut Damage. Unser Lunala hat jetzt, ich habe gar keine Ahnung, wie viel. 70.000, 80.000, irgendwie sowas an Damage, an Power. Und das habe ich, das ist auch nochmal was. Es gibt hier nicht so wirklich eine Individualität beim Pokémon-Training. Das finde ich richtig schade, denn Monster Camp, Monster Manual, da gibt es zum Beispiel die Accessoires, da gibt es die Abilities, da gibt es die Hidden Skills. Alles, was man individuell auf dem Pokémon einstellen kann. Hier gibt es das Ganze nicht. Klar, man kann hier entscheiden, okay, welche Attacke nehme ich jetzt. Equipment ist theoretisch immer das Beste, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hier unten gibt es ein bisschen Individualität. Hier kann man damit ein bisschen spielen, ob jetzt Pokémon mehr Leben braucht, mehr Verteidigung, mehr Damage und so weiter. Das gleiche natürlich hier unten auch, beziehungsweise hier nicht mal. Hier musst du alles auf Max bekommen, da schaltest du das nächste frei. Also hier fehlt so ein bisschen die Individualität der Pokémon oder des Pokémon-Trainings. Finde ich sehr, sehr schade. Aber ja, 80.000 ist schon mal ordentliche Power. Da bin ich auch gespannt, wie viele Modi wird es hier noch geben, um seine Power nachhaltig zu steigern. Gibt es hier überhaupt noch irgendwelche Modi? Kommt hier noch irgendwas mit rein? Das ist schon mal eine gute Frage auf jeden Fall. Die Events werden mehr. Recharge Rebirth Event gibt es jetzt. Turntable kam jetzt vor nicht allzu langer Zeit rein. Also Events kommen hier dazu. Aber ja, es fehlt so ein bisschen die Individualität, bisschen der Fokus auf das Pokémon-Training und natürlich auch noch der ein oder andere Modi. Aber ja, das war es jetzt soweit. Bei mir, wie gesagt, wird es jetzt demnächst Mega Dialga geben. Was es danach geben wird, keine Ahnung. Aber ich bin gespannt, ihr könnt auch mal schreiben, wenn ihr diese App zockt, wie weit ihr seid, wie geht's bei euch voran, habt ihr vielleicht ein paar Probleme, auf welches Pokémon solltet ihr gehen, keine Ahnung, schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Und ja, wir sehen uns. Bis dann.